Hey ihr Lieben, ich habe in letzter Zeit ja schon mehrmals angekündigt, dass was wirklich absolut Neues und wirklich Großartiges kommen wird von der Dork University. Und heute möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Heute ist sie endlich final veröffentlicht, die Dork University Smartphone App. Ja, wir haben jetzt wirklich lange daran gearbeitet. Es hat sich jetzt über ein Jahr gezogen. Viele von euch haben ja schon auch als Tester fungiert, haben Fragebogen ausgefüllt, haben uns Feedback gegeben, was sie sich wünschen, was wir noch ändern können, was wir verbessern können. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitwirken, für jeden aus der Community, der da mitgemacht hat. Wir haben ganz, ganz viel noch geändert. Es gibt noch zig Verbesserungen, die wir da im Laufe des letzten Jahres eingepflegt haben. Und jetzt haben wir die finale Version fertig und sie ist ab jetzt verfügbar. Und ich zeige euch jetzt nochmal ein bisschen was über die App und wie sie denn wirklich auch aussieht und was ihr vor allem damit machen könnt. Wir starten mit der Community-Funktion. Viele von euch folgen uns ja schon auf den Social-Media-Kanälen. Wir sind ja echt groß geworden mittlerweile. Aber wir wollten einfach was schaffen, wo ihr die Möglichkeit habt, mehr zu machen. Wo ihr euch wirklich gut austauschen könnt. Das könnt ihr jetzt in der App. Ihr könnt Freunde finden. Ihr könnt andere Hundehalter kennenlernen. Ihr könnt ihr Interessen abgleichen. Und vor allem habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze nicht nur online zu machen, sondern auch einfach zu gucken, wer ist im Umkreis und euch zu verabreden. Ihr könnt gemeinsam trainieren, wenn ihr das gleiche Problem habt, wenn ihr an Alleinführigkeit arbeitet oder mit den Hund Tricks macht oder irgendwas. Ihr könnt euch da zu Gruppen zusammenfinden und könnt an einer Sache trainieren. Genauso könnt ihr euch natürlich verabreden für eine Wanderung oder zum Hundeschwimmen oder zum gemeinsamen Sport. Das ist einfach das, was wir machen möchten. Wir möchten euch nicht nur online erreichen, wir möchten euch auch physisch vor Ort mit euren Hunden zusammenbringen. Dann gibt es einen Bereich, da dreht sich alles um eure Hunde. Ihr könnt ein Profil anlegen von euren Hunden. Ihr könnt dann alle Daten dort eintragen. Also gibt eine digitale Patientenakte, wo ihr Untersuchungsergebnisse hochladen könnt. Ihr könnt euch an Impfungen erinnern lassen, an Medikamente. Ihr könnt euch ausrechnen, wie viel Futter denn euer Hund eigentlich so am Tag essen sollte im Schnitt. Ihr habt auch die Möglichkeit, Persönlichkeitstests zu machen. Da haben wir ganz lange dran gearbeitet. Da geht es einfach darum, ein paar Fragen zu beantworten und ihr bekommt eine Charaktereinschätzung von dem Hund. Es gibt dazu auch ein Webinar und Trainingsempfehlungen. Also in diesem Bereich dreht sich wirklich alles um eure Hunde und ihr habt eigentlich alle Informationen zu eurem Hund direkt in der Hosentasche. Eine Funktion, die ich selber auch wirklich schon häufig benutzt habe, ist die interaktive Karte in der App. Ihr habt eine Karte und dort sind alle Punkte, alles rund um den Hund eingetragen. Es gibt dort Tierärzte, die dort verzeichnet sind, Tierkliniken, Notfallstationen. Ihr könnt Hundewiesen finden, Dienstleistungen um den Hund, Unterkünfte, die für Hunde erlaubt sind. Und natürlich auch ganz wichtig, die Giftköder werden dort gemeldet. Ihr könnt sehen, ob irgendwo Giftköder ausgelegt sind. Es gibt da eine Warnmeldung, das kommt dann per Push-Nachricht und so weiter. Seid ihr gewarnt, wenn ihr in der Nähe seid. Also kurz und knapp, eigentlich alles rund um den Hund, was ihr irgendwo sucht, findet ihr auf dieser Karte. Das Tolle ist auch, dass ihr das Ganze bewerten könnt. Ihr könnt Pfoten vergeben und ihr könnt natürlich selber mitwirken. Ihr könnt selber Punkte auf dieser Karte setzen. Das kann wieder von anderen bewertet werden. Und so hoffe ich, dass wir da immer mehr alle zusammen wachsen und wirklich eine riesen Datenbank schaffen, wo ich mich wirklich zurechtfinde und wo ich alles finde, was ich irgendwo zum Thema Hund brauche, egal wo ich mich im Land gerade befinde. Was sich viele von euch gewünscht haben, ist ein Forum, wo es um Hundethemen geht. Zwar wird schon viel diskutiert in den sozialen Medien, in irgendwelchen Beiträgen, aber das Ganze ist relativ unübersichtlich. Also haben wir ein Forum gemacht und das in Kategorien geteilt. Es gibt also spezielle Kategorien, beispielsweise zur Welpenerziehung, zur Ernährung des Hundes, zu Trainingsempfehlungen, Trainingstipps. Dann gibt es was zum Ausdrucksverhalten, zur hündischen Kommunikation. Also wir haben alle möglichen Kategorien dort eingepflegt. Dort könnt ihr euch austauschen, ihr könnt euch gegenseitig helfen und das alles schön sortiert und übersichtlich.
Zu guter Letzt gibt es natürlich noch ein Lexikon der Dog University. Also alles, was wir rund um den Hund gesammelt haben, Beiträge, Videos, sind in diesem Lexikon zu finden. Da wird auch immer mehr und mehr reinkommen. Und natürlich könnt ihr auch alle Kurse von uns, wir sind ja die Dog University, also wir haben natürlich auch die ganzen Online-Kurse rund um den Hund, rund ums Training mit dem Hund. Und auch diese Kurse könnt ihr alle in der App sehen. Ihr könnt das Ganze streamen, habt also die Möglichkeit, immer in der Hosentasche jetzt auf unsere Trainingsprogramme zuzugreifen. Wenn ihr es also noch nicht getan habt, dann ladet euch jetzt die neue Smartphone-App von uns herunter. Prüft sie einfach auf Herz und Nieren. Es gibt auch für jeden, der die App runterlädt, ein kleines Willkommensgeschenk. Und ja, vergesst nicht, wenn euch die App gefällt, uns mit 5 Sternen zu bewerten. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich. Man unterschätzt das immer. Wir haben 1000 Ideen, wir haben so viele Dinge noch vor. Und je größer wir werden mit der Community, desto mehr Möglichkeiten haben wir dann auch gemeinsam da noch mehr zu erreichen und noch bessere und tollere Inhalte zur Verfügung zu stellen. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der App und bis zum nächsten Video.